Hallöchen! Heute ist wieder Rundgangszeit. Wir werden uns wieder was von der Zitadelle anschauen. Das letzte Mal haben wir gesagt, diesen Turm, wo wir uns jetzt befinden, den schauen wir uns nicht ganz genau an, denn wir sind hier auf den großen, dicken, eckigen Frontalturm, sag ich mal. Wir schauen uns ein bisschen mehr Gebäude an, die dann mehr Richtung Haupthof gehen, aber zuerst kommt dann das Gesindehaus, würde ich sagen. Und der Basti ist auch da. Ja, genau. Aber mal einen ganz anderen Anfang gewagt. Und ich schalte mein Interface wieder an. Wir befinden uns nämlich hier gerade auf diesem frontalen Turm. Haben das letzte Mal den Rundgang hier unten beendet. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir fangen hier oben an, damit wir nicht irgendwie wieder hochrennen und runter und dann teilweise doppelt Sachen sehen. Und hier hat man übrigens... Effizienz. Hier hat man übrigens den besten Ausblick eigentlich. Oh, ich muss... jetzt habe ich gerade meine... Nee, Sichtweite ist auf normal. Sie war ganz schön neblig heute. Hier hat man eigentlich den besten Ausblick so von diesen freien Türmen. Die anderen sind ja alle mit Spitzdach und haben demnach, weil sie nur Fenster oder Schießscharten haben, etwas beschränktes Sichtfeld. Und hier hat man eigentlich so einen ziemlich guten Überblick vom Tor aus und sieht sozusagen jeden hier reinrennen. Und so viel hierzu zu hier oben. Ich habe dich gar nicht gesehen. Okay, ich würde sagen, du rennst vor. Hier muss noch eine Flagge auf dem Mast, aber das sind so Nebensächlichkeiten, die noch gemacht worden sind in der ersten Folge. Haben wir ja, glaube ich, gesagt, dass noch ein paar Sachen im Bau sind. Huch. Ich habe es wieder zugemacht. Hast du mir die Tür zugeschlagen? Ja, hab ich. So. Dann haben wir hier ein rundes Treppenhaus im Gegensatz zum anderen Rundturm. Und diese Art von Treppenhaus findet man eigentlich am meisten in den anderen beiden Türmen. Beziehungsweise wir haben eigentlich noch mehr als zwei andere Türme, also zwei weitere andere, die wir noch nicht gesehen haben. Aber das ist so das Standardtreppenhaus, was wir überall oder größtenteils verwendet haben. Wo gehen wir denn heute lang? Was für ein Weg? Muss mal gucken. Also hier diese ganzen Räume, wer da genaueres sehen will, der kann das Making-of dazu ansehen. Da schaue ich jetzt nochmal kurz rein. Wir haben hier übrigens auch immer so einzelne Schießscharten wieder im Treppenhaus drin. Und heute werden wir mal gucken, wo wir lang müssen. Hier ist auch falsch. Hier geht Ein Raum mit einer Tür suchen wir. Genau. Hier ist übrigens dieser Ofen, wo der Schornstein in der Wand verschwindet. Und in der vorigen Rundgangsfolge habe ich ja bei dem Torhaus so einen Schornstein rausguckend gezeigt. Das ist er. So, gehen wir wieder. Und das hier ist auch eine normale Wachstube. Gibt es fast in jedem Stockwerk. So, rennen wir weiter. Hier sind wir auch falsch. Aber hier ist der Raum, der ins Torhaus führt. Genau. Also, hier haben wir beim letzten Mal geendet. Und dann gehen wir ein Stockwerk tiefer. Da wollen wir auch eigentlich hin. Wir wollen jetzt nicht ganz nach unten. Das ist auch eher uninteressant, was da unten ist. Ah ja. Aber hier wollen wir rein. Und zwar haben wir hier einmal eine Eisentür, auch ohne Knopf, zur Wartung der Lichtschaltung, die wir im Torhaus haben. Haben wir auch in der vorherigen Folge gezeigt. Das ist auch eigentlich nur ein weiterer Wachraum, ein Durchgangsraum. Hier wieder mit einer etwas aufwendigeren Deckenkonstruktion. Und ja, dann geht's hier rein. Über die Druckplatte. Und zwar sind wir jetzt in dem Gebäude, man sieht es auch etwas auf der Minimap, gegenüber von dem Schmiedeplatz. Hier ist nicht viel drin, in diesem Raum zumindest, weil das hier eher mehr auch eine Art Durchgangsraum ist. Ich weiß noch nicht, ob wir hier viel machen. Die Burgen früher waren ja auch nicht unbedingt recht super eingerichtet. Und wir müssen halt, oder ich versuche auch größtenteils immer die goldene Mitte zu finden. Und das hier ist das Sicherheitssystem oder eines der Sicherheitssysteme. Und zwar, ich kann mir mal kurz einen Kompass geben. Wir haben hier einen Schalter, der diese Luken hier öffnet, diese drei Luken. Und wenn der Goran das mal aktiviert, dann sehen wir auch, was passiert. Ja, das reicht. haben wir hier einen recht breit gefächerten Pfeilauswurf, fast auf dem ganzen Gehweg hier. Und das ist halt, ja, ein nettes Gimmick haben wir gefunden.
Und die ganze Anlage an sich befindet sich da unten, wie das alles verkabelt ist und führt dann wieder zu diesen Luken. Und das ist hier drin. Da oben befindet sich auch noch ein Raum. Da gehen wir später aber rein. Wir gehen jetzt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man durch Glasscheiben und Gitterstäbe nicht mit dem Kompass kann? Wenn man in dem Block drin steht, nicht, nee. Also Das in ist dem Block, komisch. wo Ah ja, die klar, Scheibe macht sich Sinn. befindet. Ich gehe da mal direkt vor, dann ist es richtig. So, hier haben wir so einen kleinen, ja, Verbindungsgang zum Gesindehaus. Das Gesindehaus, das habe ich letztes Mal schon erklärt gehabt. Das ist eigentlich so die Unterkunft für die Mägde und Knechte der Burg. Gora macht sich wieder bequem. Das sind alles sehr kleine ja, Räume, meistens 3x3 oder 3x4 groß. Hier mit Blick sogar auf den Innenhof. Sehr spärlich auch eingerichtet. Ja, aber das Nötigste halt drin. Hier eine kleine Nische sogar noch. Und Goran geht am besten vor und erzählt ein bisschen Sollen was. wir erstmal zeigen, woher man kommt, oder ganz zum Schluss aus dem Eingang raus? Das würde ich zum Schluss machen. Hier vorne kann man übrigens Gut. sehen, wenn man hier nochmal diese Dachstützen ansieht, da habe ich hier versucht, mit Holztoren etwas mehr, ja, Deko-Design-Elemente reinzubringen. Und das vielleicht mal so als kleiner Hinweis, falls ihr das mal bauen wollt. Dann haben wir hier eine große Holztruhe, wenn man reinkommt. Also hier ist der Haupteingang. Man kommt also von hier. Minecart? Warum habe ich ein Minecart bekommen? War da eins drin oder wie? Ich glaube, ich habe aus Versehen gerade eins Ich habe weggeworfen. es mal da reingelegt. Ist ja sowieso privat. So, dann haben wir hier den Keller. Oder eine der vielen Keller hier. Den hat Goran entworfen. Daher überlasse ich ihm mal das Wort. Sehr kuschelig und flauschig. Ja, dazu ist eigentlich zu sagen, boah, ich habe hier nur ein paar Pilze letztens reingepackt und die wuchern hier richtig, richtig schön. Aber da so soll es auch aussehen, absichtlich, so ein bisschen verranzt. Das ist eigentlich nur so ein Lagerkeller, wo alte Decken oder irgendwelche, keine Ahnung was, Utensilien, Porzellan und sonst was gelagert wird für den Winter oder sonst Ja, was. einfach nur ein Lagerraum. Für Lebensmittel haben wir allerdings in einem anderen Gebäude ein anderes Lager. Werden wir später sehen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ein Stockwerk höher. Aber auch nicht allzu lange, weil da ist eigentlich exakt das gleiche wie im Erdgeschoss. Hier geht's. Hier ist Genau. übrigens noch zu erwähnen. Erzähl. Ach so, ja. Wir haben hier noch einen Seiteneingang in dieses Gesindehaus. Das führt direkt Richtung Schallung und ist mit so einem Holzdach überdacht. Das solltet ihr euch merken. Vielleicht erwähnen wir es noch in den nächsten Folgen. Wenn wir von diesem Holzdach Richtung Schallung reden, dann ist das Das Tor. das, was. Das Türchen. Genau. So, ich würde sagen, einmal So. hoch. Treppenhaus. Und was, so also man sieht hier schon, hier gehen einige ja, Blockhöhen verloren. Das liegt daran, dass außen die Verzierung das sozusagen etwas hochgezogen hat. Also ich habe erst die vordere Front gebaut, was ich eigentlich auch selten mache. Dadurch haben wir aber auch die Möglichkeit, hier wirklich Teppiche zu verteilen. Teilweise sogar hätten wir die Möglichkeit, Pistentische hier irgendwie am Rand zu stellen. Das haben wir jetzt aber noch nicht gemacht. Wie gesagt, ist alles noch so ein bisschen im Bau. Und hier sieht man allerdings auch noch schon, ich glaube, das war das erste Gebäude, was ich so mit diesen Querholzstämmen ausgestattet habe, weil seitdem hatten wir dann die 1.3, wo ich hier gebaut habe, beziehungsweise der Goran hier auch geholfen hat. Hier sind wieder größtenteils Zimmer für das Hofpersonal. Alles sehr spärlich eingerichtet. Und es ist auch eher mehr so ein imaginäres Hofpersonal, weil für Gäste und so gibt es dann auch nochmal einen ganz anderen Ort. Ja, sonst ist noch an dem Stockwerk zu erwähnen, hier geht noch ein zweites Treppenhaus ab. Das führt eigentlich genau in dieselben Stockwerke wie das Treppenhaus, von dem wir kommen. Nur ganz oben hat es noch einen kleinen Seitengang, das werden wir aber nachher sehen, denn dadurch kommt man dann in den Palas rein. Genau. Und Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir in den ja, wir Garten, haben hier oder? noch die Besonderheit, dass dieses Treppenhaus, ich kann mal kurz auf die Karte gehen und wenn ich da ranzoome, ja gut, das erkennt man schlecht, aber ja doch,
Da ist so ein Kreuz und zwar genau vor mir. Dieses Treppenhaus ist ein Turm. Und daher ist es auch nochmal hier so etwas, oder der Grund, warum da überhaupt ein Treppenhaus ist, weil wir den Turm füllen wollten. So, dann haben wir jetzt hier die breite Außenfassade von dem Gesindehaus. Man sieht ja also die Fenster, die sind hier ein tiefer eingelassen. Und dadurch haben wir hier diese Verzierungen ermöglicht. Wir befinden uns jetzt hier eigentlich in so einem kleinen Garten. Hast du das aufgemacht oder ich? Ja, okay. In so einem kleinen Garten, wo auch ein paar Kakaobohnen, Kakaopflanzen gezüchtet werden, ein paar Bäume stehen. Hier kann man runterschauen über diesen Diagonalen. Ich glaube, das ist der einzige diagonal verlaufende Gang oder Begrenzung. Obwohl etwas weiter hinten gibt es auch noch mal ganz kurz ein oder ein paar Stellen, aber das ist so die Stelle, wo auch unter uns ein diagonal verlaufender Wehrgang durchführt. Unterhalb dieser Rasenfläche. Aber auch nur hier vorne. So, ein bisschen Stroh haben wir hier. Hier hat jemand auch sein Herz reingeritzt. Und hier geht es auch in einen Wachturm rein. Zeigen wir aber nicht. Was hier jetzt besonders ist, das ist eigentlich der Garten von einem späteren, ja, verkaufbaren Raum. Das ist nämlich als Zweitwohnsitz später zum Verkauf, werde ich das anbieten, wenn die Zitadelle endlich mal fertig ist, für eines der User. Und das ist hier eigentlich der Raum über diesem Sicherheitssystemhebel, wo die Dispenser gefeuert haben. Sprich, man guckt hier auch wieder auf den Vorhof, hat einen Raum, also. Der lässt sich dann später einrichten, wie man will. Ein paar Raumteiler etc. Und so kann man da, denke ich mal, auch reinmachen. Aber bis jetzt ist es halt nur ein leerer Raum mit einer Truhe. Ein kleiner Lichteinlass am Rand und vorne und hinten auch recht viel Fenster. Allein Fenster sind ja schon ein wertvolles Gut im Mittelalter, wenn man wieder auf Realismus setzt. Und so viel dazu. Ich weiß nicht, woran, wie viel Zeit haben wir noch? Ich glaube, so ein, zwei Ein, zwei Minütchen. Minütchen. Ich weiß gar nicht. Wir Ja, können jetzt nochmal was ins machen wir? Torhaus, also hier ins Gesindehaus nach ganz oben. Dann machen wir nochmal die Geschosse fertig. Und zwar, merkt euch jetzt einfach mal, hier ist das Treppenhaus. Das geht einfach nach oben. Wir nehmen jetzt mal das andere. Und zwar ist das hier etwas verwinkelter. Geht hier auch kreisrund hoch. Man sieht hier noch nicht die Turmspitze. Ah, doch, hier. Hier sieht man, dass es schon hoch geht zum Turm. Hier vorne ist abgegittert. Das habe ich extra gemacht, weil ich noch die ganzen User aus der Zitadelle, zumindest aus dem Palas, aussperre. Also, jetzt mal hier wieder rauszoome. Das ganze Gebiet hier, was noch rechts von meinem, wo ich jetzt gerade drauf gucke, ist. Dieses ganz große Gebäude. Da kommt momentan noch keiner wirklich rein. Und daher ist hier auch die Verbindung durch Eisengitter gekappt. Wir stellen uns jetzt hier das Torhaus weiter an. Das sitzt hier echt in alle Ecken. Und zwar haben wir hier einen Balkon. Hier sieht man übrigens einmal diesen Gang, wo wir eben reingeguckt haben. Unten sieht man sogar dieses Holzdach, was wir erwähnt hatten. Hier hängt noch eine kleine, ja, Laterne runter. Und man hat hier eine Wäscheleine sogar. Und das ist sozusagen so ein bisschen ein lauschiges Plätzchen für kühle Abende, für das Gesinde der Burg. Das klingt immer so abwertend, aber das heißt so. So, hier ist wieder der Ausgang des Ja. Treppenhauses, was wir eben gesehen haben. Oder wo wir von unten auch hochgekommen wären. Hier ist noch recht viel Platz. Zwei Da geht Schornsteine. es nämlich jetzt zum Torhaus. Vier. Und es geht sogar noch höher hier. Aber da ist eigentlich nur Rumpelkammer und das brauchen wir jetzt nicht zu zeigen. Hier sieht man wieder. Ja, erzähl. Würde sagen, das Torhaus oder diesen Raum heben wir uns fürs nächste Mal auf, am Ja, genau. besten, so als Beginn. Ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Jo, würde ich auch Tschüss. sagen. Tschüss.